Norwid, die Siedlung sieht recht festlich aus. Das Julfest hat begonnen. Es ist Mittwinter, Eivor. Zeit zu trinken, zu kämpfen und sich in der Hoffnung auf reiche Ernte zu messen. Jolnir, der Julgott, lächelt uns zu. Die Tage werden bald wieder länger, Drengar. Bald bricht die wundersame Zeit der Wiedergeburt an. Und das warst alles du? Mitnichten. Bei einem Erkundungsauftrag trafen Sunifa und ich auf eine Gruppe. Nun, wir nennen sie Zecher. Sie haben das meiste gemacht. Sunifa besetzt den Faustkampfwettbewerb. Alles nur zum Spaß, natürlich. Derweil habe ich meinen eigenen Laden aufgemacht. Statt Silber benutzen wir etwas, das wir Julmarken nennen. Die habe ich selbst gemacht. Sie wirken durchaus selbst gemacht. Danke, ja. Also bevor wir unsere Feierlichkeiten beginnen, müssen die Brauerei und der Viehhof für das Julfest vorbereitet werden. Und das soll ich machen, nehme ich an. Ganz genau. Und weil ich dich so gern habe, nimm ein paar Julmarken. Ich erwarte dich dann später auf dem Fest. Teglas Brauerei ist noch nicht gebaut. Das sollte ich vor dem Fest erledigen. Um das Gehöft für das Fest vorzubereiten, werde ich... Das könnte sich lohnen. Das tun Trinkspiele immer. Die Regeln lauten, erstens, du trinkst, bis sonst niemand mehr steht. Zweitens, das war's. Willst du spielen? Nein, ich will einen klaren Kopf bewahren. Um das Gehöft für das Fest vorzubereiten, werde ich wohl den Viehhof bauen müssen. Es ist nur was. Was siehst du, alte Freundin? Zeigst du mir deine Waren? Das solltest du kaufen. Ja, eine gute Wahl. Ist dein Einkauf schon erledigt? Ich muss los. Bis bald. Bis zum nächsten Mal, Eivor. Thank you.
Was kannst du mir heute anbieten? Nur echte Krieger können sowas tragen. Das passt gut zu dir. Sonst nichts? Ich muss leider aufbrechen. Bis bald. Beehr mich bald wieder. Guten Tag, guten Tag. Was bietest du heute an? Ich muss gehen. Bleib gesund. Dann auf bald.